bekommt da eins übergebraten. Hör auf zu nerven. Doofelster. Ist er das? Überhaupt nicht. Sei gegrüßt. Was willst du? Die Bekanntmachung wegen Hannah aus den Wäldern, die hast du ausgehängt, nicht? Oh ja, das war ich. Würdest du das machen? Du bist ein Hexer, nicht? Wie aus dem Bilderbuch meiner Oma. Das Monstrum, als da ist eine Beschreibung des Hexers. Ich erinnere mich noch genau daran. Wir fürchten sie. Aber was bedeutet Hannah aus den Wäldern dir? Sprechen wir über die Belohnung. Ja, also wie viel verlangst du? Fälschen. Du kannst um eine höhere Belohnung fälschen. Will dazu die Maustaste einen Betrag aus, bestätige mit der linken Maustaste. Wenn dein Gegenüber akzeptiert, ist es abgemacht. Wenn deine Forderung zu hoch ist, reagiert dein Gegenüber ungehalten. Wenn du übertreibst, bricht dein Gegenüber die Verhandlung ab. Ah ja. Das ist 139. Na, da will ich schon ein bisschen mehr machen. Sagen wir. ...270 zu viel. Plus 50. Was mit 300? Kein Problem für Hannah aus den Wäldern, aber für uns schon. Gehst du mit dem Preis runter? Wenn es sein muss. 280. Meinetwegen, wie du willst. Okay, für 280 kümmere ich mich. Weißt du, ob jemand Hannah aus den Wäldern gesehen hat und mir mehr über sie erzählen kann? Der alte Willem wohl. Aber der wird dir nichts sagen. Sein Herz war schwach. Wir haben ihn heute Morgen auf den Feldern gefunden. Andere Leute trauen sich nachts gar nicht erst raus. Aber du könntest es bei Agneta versuchen. Die wohnt am Ende des Dorfs. Angeblich hat sie die Erscheinung gesehen. Und ihr ist nichts passiert? Sie wurde nicht verletzt? Agneta? Die hat schon drei Ehemänner überlebt. Hannah aus den Wäldern wird ihr nichts anhaben. Okay, Agneta aufsuchen. Die Erscheinung, die das Dorf plagt. Angeblich kannst du mir mehr darüber sagen. Oh ja, ich habe sie gesehen, Hannah aus den Wäldern. Mit eigenen Augen. Wie ich dich jetzt sehe, Hexer. Wie hat sie ausgesehen? Möglichst ausführlich, bitte. Um die Wahrheit zu sagen, ich habe sie nicht sehr deutlich gesehen. Aha. Es dämmerte. So deutlich wie dich jetzt. Ein Schemen vor mir, wie ein Nebel. Ich bin näher ran und der Nebel wurde dichter. Und es kam so etwas wie ein Gesicht hervor. Was hast du gemacht? Was glaubst du denn, mein Hübscher? Dass ich warte, bis sich die Erscheinung in ganzer Pracht zeigt? Ich bin zum Dorf gerannt und habe erzählt, was ich gesehen habe. Verstehe. Sie ist dir also in der Dämmerung erschienen. Ein wichtiger Hinweis, danke. Pass auf dich auf. Also. Durchsuche die Felder. Kleiner Umweg. In der Dämmerung. Okay, dann meditieren wir mal bis zur Dämmerung, würde ich sagen. Meditation. Mein Mann ist wieder bei dieser Hexe gewesen. Die verzaubert sie, ich sag's euch. Sie saugt ihnen das Leben aus dem Körper. Komm schon! Seit mein Mann bei ihr war, sitzt er nur noch draußen und stochert sich in den Zähnen rum. Weil gar nichts mehr. Komm, Plätze. Wir haben eine Quest. Dann gibt's noch einen Apfel für dich. Okay.
Hexerin einsetzen. Ein Stück Stoff, vielleicht von einem Kleid, ist am Unterholz hängen geblieben. Aha. Hier geht's entlang. Offenbar ist sie gerannt. Deswegen hat sie sich wohl das Kleid zerrissen. Wurde sie verfolgt? Hier geht's lang. Ein Busch. Ich will hier schon was knacken. Von links kommen die Geräusche. Sie ist dem Verfolger nicht entkommen. Er hat sie erstochen oder ihr die Kehle aufgeschlitzt. Oha. Seltsam. Er hat das Messer zurückgelassen. Es ist noch Blut daran. Das könnte nützlich sein. Hier hat er die Leiche entlang geschleift. Die Spur ist deutlich. Auf der Kanne aus den Wäldern. Er hat sie den ganzen Weg bis zum Wald geschleift und hier vergraben. Flaches Grab. Muss in Eile gewesen sein. Da ragt doch was raus. Ein Brief? Brief aus dem Grab. Lies den Brief, den du im flachen Grab gefunden hast. Lesen. Okay. Das Messer. Ah, zur Quest bräuchte ich das. Schade. Okay, lesen. Obwohl ich ihm gesagt habe, dass ich nichts mit ihm zu tun haben will. Ich weiß, dass du keine Angst vor Bokai hast, aber ich fürchte ihn. Er sagt, dass er mich liebt. Doch das ist keine Liebe, wie meine zu dir, sondern eine wilde, beängstigende Sorte. Bokai wird uns niemals in Ruhe lassen. Wir müssen fliehen. Leg deine Antwort auf die an den üblichen Ort, den Zula. Aha. Offenbar hat ein verschmähter Liebhaber die Frau getötet. Eine Nachterscheinung. Der klingt der schuldig. Der Ältere hat das Mädchen offenbar gekannt. Ich sollte ihn fragen. Den sollten wir als erstes fragen. So haben wir den verschmähten Liebhaber. Ist der Dorfälteste. Sei gegrüßt. Was willst du? Zula und Bokai. Hast du die gekannt? Sie müssen in diesem Dorf gelebt haben. Gute Götter, das weißt du? Ist das Hexerei? Die sind beide verschwunden, einfach so. Wir haben sie seit einer Woche nicht mehr gesehen. Ich fand das Grab des Mädchens und einen Brief. Es ist klar, dass sie Bokai zurückgewiesen hat, weil sie einen anderen liebte. Zula und Ontan, ja. Wir dachten, sie wären nach Norden geflohen, um glücklich zu werden. Bokai ist auch zu dieser Zeit verschwunden. Soll das heißen, dass unsere Zula die Erscheinung ist? Das kann doch nicht sein. Die war so ein gutes Mädchen. So hübsch. Weißt du, wo sie sich getroffen haben? Na, genau weiß ich es nicht, aber die Jungen treffen sich meistens auf der Lichtung hinter den Feldern westlich des Dorfs. Zula, gütige Götter. Guten Helfer in der Wildnis. Diesen Fluch kann ich nicht brechen. Ich muss die Erscheinung vertreiben. Wenn ich sie eine Weile lang an einen Ort binden kann, habe ich eine Chance. Finde den Treffpunkt der Liebenden. Aha. Zuerst kamen die Armeen. Da können wir zu Fuß hinlaufen. Verbrenne zum das Brief und das getrocknete Blut vom Messer. Ah, okay. Treffpunkt der Liebenden. Blumenblätter. Okay, benutzen hier. Eine Nachterscheinung wird tagsüber nicht auftauchen. Okay, ja. Bis Mitternacht.
Oha. Da habe ich doch was gesehen. Ui. Das sieht ja schlimm aus. Töte das Monster. Ja, leicht gesagt. Und wie denn? Von hinten? Kriegt ja null Schaden. Jemand eine Idee? Bin ja gleich tot. Das bringt ja absolut gar nichts. Vor allem nicht mit dem Schwert. Eine Sekunde, vielleicht kann ich irgendwie. Vielleicht bringt das hier irgendwas. Verdammt mich. Nee, das ist jetzt. Das ist ja jetzt noch härter als der Bosskampf, in dem den kommt man wenigstens einen reinhauen. Das ist ja. Und das jetzt daran, wenn das jetzt hier. Ich jetzt hier endlich mal nur sterbe. Dann lassen wir es. Ich dachte, das wäre so eine eben mal so eine Zeitquest, die man. Jetzt habe ich schon wieder einen Bosskampf. Das wollte ich heute eigentlich nicht. Das ist. Nee. Dann bin ich einverstanden. Können Sie mal mit Igni versuchen, das haben wir jetzt aufgewertet. Wenn das irgendwas bringt. Ich befürchte aber kaum, dass das was bringt. Ach so, ja, schöner Checkpoint. Fahren jetzt nach hinten, der kommt. Ne, dann lassen wir es gut sein. Schön wäre das Geld gewesen. Ach komm. Wir versuchen es nochmal mit einem Feuerzauber. Mit Igni. Ansonsten. Sei gegrüßt. Später vielleicht nochmal. Sula. Ich fand das. Sula. Weißt du. Weiße. Diesen Fluch kann ich nicht brechen. Ich muss die Erscheinung vertreiben. Wenn ich sie eine Weile lang an einen Ort binden kann, habe ich eine Chance. Das kann ja was werden. Eine Nachterscheinung wird tagsüber nicht auftauchen. Ich weiß. Meditieren. Es ist dumm gelaufen. Und hat nichts gemacht. Das wird ja richtig null Schaden. Das auch nicht. 13 Schaden, das macht ja wirklich. Das tut ja nicht mal einen Kratzer. Ist noch zu schwach für diese Quest. Seht ihr hier 15 Schaden? Ich füge dir schon Schaden zu, aber. Alter Schwede, das ist hier. Ist doch kein Weg, wie wir sie ablenken und hinter sie kommen können. Mit dem Schwert. Vergiss es. Mal hier ein bisschen was habe ich hier schon abgezogen. Ach nee, komm, Leute. Hanna aus den Wäldern, das ist. Wir kommen irgendwann wieder zurück und wenn wir weiter im Level im Spiel vorankommen, sind ein Schwert mit 100, irgendwas mit
100, 200 Angriffe irgendwie haben und wenn wir unsere Werte so ein bisschen hochgepitcht haben, wenn wir irgendwie mit 70 Schaden irgendwie, das ist, wenn wir, da müssen wir schon 200 oder 300 Schaden drauf haben auf das Schwert, damit das irgendwie, das muss ordentlich reinzimmern, mit vernünftigen Runen drauf irgendwann. Wenn wir nicht auf Level 6, sondern irgendwie auf Level 20 oder 30 sind, dann können wir irgendwie nochmal hier, können wir nochmal wieder machen, diese Quest. Es macht hier keinen Sinn, jetzt hier mit dem Schwert drauf zu prügeln. Selbst wenn wir noch so gut auf ausweichen. Das ist jetzt, ist zwar jetzt scheiße, die Quest an dem Punkt abzubrechen, aber ich meine, was hilft's? Ich hatte nicht gedacht, dass wir jetzt hier sowas haben. Ja, das wär wahrscheinlich jetzt hier noch das Letzte gewesen. Quest abbrechen. Das Rennen war ein Fehlschlag. So, was wollte ich hier noch machen? Gewinnspiel, Zieres Zimmer. Da wollte man hin. Das verfolgen wir jetzt mal als Nächstes. Wie ist das Buch mit dem die natürliche Unklarheit von Flüchen aus Zieres Zimmer? Haben das vielleicht schon im Vielleicht haben wir es irgendwie im Lager. Wahrscheinlich haben wir es ins Lager gepackt. Natürlich Unklarheit von Flüchen sonstiges. Genau das. An meine lieben Freunde Philipp und Anna von Graf La Guevre, Kulturminister des Königreichs Temerien, Wisima 1265. Wer da meint, dass mich in Flüchen ausschließlich dass die bösen Absichten eines Wesens in einem anderen gegenüber manifestieren, die irrt sich gewaltig. So sind Berichte über unfreiwillige Verfluchungen der eigenen Person sowie von Objekten in der Umgebung erschreckend verbreitet. Und die Konsequenzen sind schwer vorherzusagen. In vielen Fällen sind sie gravierend und können sogar den Tod desjenigen bedeuten, der vom Fluch getroffen wurde und Zeit mit dem verfluchten Objekt verbringt. Daher ist es so wichtig wie möglich, möglichst sorgfältige Schutzmaßnahmen gegen Flüche zu treffen. Als absolutes Minimum empfiehlt Madame Amelia Vera Cruz Leon Reinigung von allen negativen Gedanken anstreben, von Einssein mit der Welt, Erreichen von Harmonie zwischen Körper und Geist. Ja. Gelesen. Eine Widmung für den Baron und seine Frau. Offenbar hatten sie hochrangige Freunde in Vysima. So. Und die Runen können wir nicht wegnehmen. Das wüsste ich gerne, wie wir die Runen da wegnehmen. So, dann würde ich sagen, geh zur Küche und sprich mit Gretka. Das macht Sinn. Da ist Plötze. Na komm, auf. Schneller. Und ab geht's. Sidequest jetzt mal beiseite lassen. Ja. Einfach mal in die Richtung. Das Navi zeigt woanders hin, aber ja. Das ist wahrscheinlich auch das Navi zur letzten Quest. Nicht.
Oha. Hübscher Sonnenuntergang. Gleich sind wir da. Bisschen den Sonnenuntergang genießen. Hübsch. Hier kennen wir uns ja schon aus. Beim blutigen Baron auf der Festung. Wir sind verfolgt worden wie Novigrader Huren. Wundert's nicht. Sie haben versucht, einem Hexer blöd zu kommen. Hallo, Meister Hexer. Er ist ja scheintot. Mit den Leuten müssten wir auch nochmal reden. So in die Küche. Hallöchen. Du bist also Gretka. Genau. Und du bist Geralt. Ach, das ist Gretka. Woher weißt du das? Ich dachte, die Köchin. Du hast und ein Medaillon, das wie ein Wolf aussieht. Ciri hat mir von dir erzählt. Aha. Du und Ciri habt wohl viel geredet. Oh ja. Hat sie gesagt, wo sie hin wollte oder was sie hier gesucht hat? Sie hat gesagt, dass sie nach dir und nach einer Zauberin sucht. Aber du bist ja toll. Also hat sie dich wohl nicht gefunden. Dann suchen wir nach ihr. Ich frag mich, ob sie ihrem Freund geholfen hat. Ciri wollte einem Freund helfen? Weißt du, wer das war? Was meinst du mit wer? Ihr Freund. Sie sagte, er wäre in Schwierigkeiten und sie müsste ihn retten. Keine Hilfe. Erkennst du das? Mein Kreisel? Wo hast du ihn her? Ich habe ihn in Ciris Zimmer gefunden. Gehört er dir? Ciri hat ihn für mich gemacht, als ich traurig war. Den hätte ich leider verkauft. Wir haben uns in ihrem Zimmer gespielt. Und stand hier unter Questgegenstände. 100 Erfahrungspunkte. Weißt du, wo Ciri ist? Nein. Einmal habe ich ihr Frühstück gebracht und da war sie weg. Der Baron hat mir gesagt, dass sie gegangen ist. Hast du nicht gefragt, wo sie hin ist? Doch, aber er meinte, ich wäre zu klein und würde das nicht verstehen. Aber Ciri hat mir ein Geschenk dagelassen. Ein Geschenk? Aha. Ja, das vielleicht hilft das weiter. Ein grünen Stein. Ein richtig schönes Geschenk. Versteck ihn gut, zeig ihn keinem. Er ist sehr viel wert. Aha. Na gut. Danke, Gretka. Viel Spaß. Aber ich spiele nicht. Ich helfe. Na, du sollst aber spielen. So. Ein Ciris Fußstapfen. Finde heraus, ob Ciri sich in Skellige befindet. Finde heraus, ob Ciri sich in Venen befindet. Familienangelegenheit, was ist das hier? Haben wir da noch ein paar Markierungen auf der Karte? Aber gar nicht gut aus. Warte, können wir hier mal. Ich habe doch gerade noch was Gutes gesehen. Oder auch nicht. Die Karte haben wir hier noch Markierungen. Finde die Frau des Barons. Tja, Anschlagbretter gibt es ja einige. Nicht erkundete Orte. Die
Gibt es ja nicht erkundeten Orten irgendwie noch Sachen? Ansonsten würde ich langsam mit der Questherrin des Waldes weitermachen. Weil die Quest gibt uns hier schon mal nicht mehr viel. Das hat eher so eine gemeine insgesamt Quest. Finde heraus, ob sie hier in Wien befindet. Scheinbar nicht. Nur wegen Grad soll man noch nicht gehen. Schon mal. Die haben auch hier noch Quests. Aha, der zarte Hauch des Bösen. Nur wegen Grad. Das ist das erste Expansion Pakt. Da gehen wir noch nicht ran. Okay, dann würde ich mal langsam sagen, machen wir das hier. Habt ihr gegessen? Mir kommen davon schon Splitter aus dem Arsch. Nachdem wir... Schneller! Was war denn das jetzt? Nachdem wir mal diesen Ort aufgesucht haben und dann mal geguckt haben. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Dass wir dann mal geguckt haben, ob es da noch irgendwas Story-Relevantes gibt. Diese unerkundeten Orte waren bisher nur. Es waren dieses eine Monster, diese Monsterfischverstecke, die wir gefunden haben. Was jetzt wenig zur Story beiträgt. Und wenn es was bringen würde, Sonnenuntergang angucken. Gibt's ein Ghoul? Das ist ja mal ein Ghoul-Nest oder was? Die wir nicht abfackeln können, weil wir keine Bombe dabei haben. Mit Igni geht das natürlich nicht. Ein paar Ghouls abschlachten können wir. Erfahrungspunkte sammeln. Noch einer. Nicht Blitze schlagen. Ich muss es zerstören. Aha. Bomben müssen wir irgendwo herkriegen. Schwert ist fast kaputt. Das Silberschwert. Das müssen wir mal reparieren. Wir hatten mal Reparatursets. Waren die Reparatursets? Puh.
haben wir keins. Vielleicht können wir bei dem Schmied mal ein bisschen. Ein weiteres Silberschwert kriegen wir nicht so schnell. Thank you.